So, willkommen zur achten Aufgabe von meinen Aufgaben. Es geht immer noch darum, die Grenzrate der Substitution zu bilden, die jeweilige Nachfragefunktion bei der Güter zu bestimmen, die Verbrauchsmenge im Optimum, den maximalen Nutzen und das Budget, das notwendig ist, ursprünglichen Nutzen zu erhalten. Okay, wir sind bei der Aufgabe 8. Unsere Nutzenfunktion lautet, u von x ist gleich 2 mal der Logarithmus in Klammern von x1 zum Quadrat, Klammer zu, plus den Logarithmus, Klammer auf, x2 hoch 3, Klammer zu. Unser Budget sind 3000, p1 ist gleich 5 und p2 ist gleich 10. Gut, fangen wir damit an. Also, unsere Nutzenfunktion sieht wie gefolgt aus. U von x ist gleich 2 mal der Logarithmus von x1 zum Quadrat plus ln x2 hoch 3. So, jetzt kommt mir bitte nicht auf die Idee, das wegtransformieren zu wollen. Dieses 2 mal ln, das würde halt höchstens funktionieren, wenn die gesamten beiden ln-Funktionen zusammen in Klammern stehen würde, dann könnten wir es wegtransformieren. Ansonsten bitte nicht machen diese Falle, hier ist eine Additionsverbindung, bitte aufpassen. So, jetzt zum Logarithmusableitung, dafür brauchen wir die Kettenregel. Ich schreibe die Kettenregel nochmal auf. Also f von g von x, wobei unser f hier der Logarithmus an sich ist und g von x dieses x1 zum Quadrat. Und davon die Ableitung gebildet, ist halt nichts weiter als f', also die Ableitung von f. Und g von x bleibt gleich in dem Sinne. Und mal g' von x. Also die äußere Ableitung mal der inneren Ableitung. Nichts weiter ist das. Und nochmal zur ln-Ableitung. Also allgemein ln von x ist gleich 1 durch x. Die Ableitung. Okay, dann sollte die Grenzrate der Substitutionsbildung kein Problem sein. Also MRS ist gleich die ganze Funktion einmal nach x1 abgeleitet, die 2 bleibt vorne stehen, 2 mal 1 durch x Quadrat, also x1 zum Quadrat, mal, na, die innere Ableitung, 2 mal x1 durch, ja, das Ganze jetzt nach x2 abgeleitet, bleibt also zu stehen, 1 durch x2 hoch 3 mal 3 mal x². So, jetzt sehen wir hier schon mal erste Sachen, die wegfallen. Also dieses hoch 3, damit können wir die gesamte x2 hier kürzen. Hier oben sehen wir dieses x1, kürzlich mit diesem Quadrat. Also ist die MRS, die wir da rausbekommen, nichts weiter als, na, 2 mal 2 ist 4x1. Na, der Bruch ist ja nichts weiter als geteilt durch 3x2. So, naja, damit wir Brüche dividieren können, müssen wir sie mit dem Kehrwert mal nehmen. Also 4 bleibt dann zu stehen, 4x2. Das Minuszeichen nicht vergessen, das passiert mir immer wieder. x2, 4. 2 und hier wäre das dann 3 mal x1.
So, damit hätten wir unsere Grenzrate der Substitution gebildet. Jetzt sollen wir die Nachfragefunktion jeweils nach x1 und x2 bestimmen. Na, da wird wieder die Optimalitätsbedingung angesetzt. Also minus p1 durch p2 ist gleich, da wieder das Minuszeichen, minus 4x2 durch 3x1. Und das Ganze nach x1 aufgelöst, nach x2 aufgelöst, bleibt also zu stehen. 3/4 p1 durch p2 mal x1 ist gleich x2. So, dieses x2 müssen wir in unsere Budgetgleichung einsetzen. Unsere Budgetgleichung lautet m ist gleich p1 mal x1 plus p2 mal x2. Und dieses x2 setzen wir jetzt dort ein, bleibt also zu stehen. M ist gleich p1 mal x1. Tschüss. Plus p2 mal, na, denn das eingesetzt, 3/4 p1 durch p2 mal x1. Ziehen wir hier kürzlich wieder was raus. Na, genau dieses p2. Und jetzt klammern wir das x1 aus. Dann folgt daraus, m ist gleich x1 in Klammern p1 plus 3/4 p1 p1. So, jetzt addieren wir die beiden. Na, p1 ist ja nichts weiter als 4/4. Also bleibt dann zu stehen, m ist gleich, na, 4/4 plus 3/4 sind 7/4 p1. Und das Ganze jetzt nach x1 aufgelöst, also haben wir x1 Stern gleich 4/7 m durch p1. Jo. Und dieses x1 jetzt hier oben in unsere x2 halt eingesetzt, kommen wir auf x2 ist gleich 3/4 p1 durch p2. Ist gleich mal x1 natürlich, und jetzt dieses x1 eingesetzt, bedeutet nichts weiter als 4/7 m durch p1. Und auch hier sehen wir, dass sich wieder was wegkürzt, also dieses p1 mit dem p1, diese 4 mit dieser 4, und damit kommen wir auf 3/7 m durch p2. Gut. Für x2 Stern. Und jetzt sollen wir die Nachfrage, optimale Nachfragemenge bestimmen. Und wir haben ja gegeben, m ist gleich 100, also m gleich 100, p1 gleich 4, p1 gleich 4 und p2 gleich 2.
So, wenn wir das jetzt alles einsetzen, kommen wir auf x1 Stern. Also auf 4 Siebtel 100 durch 4. Ja, dieses 4 kürzt sich weg. Kommen wir also auf einen Wert von 100 Siebtel. Und für x2 auf einen Wert von 3 Siebtel mal 100 durch 2. Na, das wäre dann ein Wert von 150 Siebtel. So, jetzt sollen wir auch noch den Nutzen, den Optimum.